Hallo, mein Name ist Thorsten Möller von der Fakultät für Informatik an der Uni Wien. Es freut mich sehr, Ihnen heute über interpretierbare Algorithmen als Basis der Digitalisierung zu berichten. Das ist ein Vortrag, den ich zusammen mit meinen Kollegen Tim Schmude und Sebastian Ciacek vorbereitet habe im Rahmen der Ringvorlesung Demokratie und digitale Revolution. Heute ist das nur leider eine sehr verkürzte Version des Vortrages. Ich hoffe trotzdem, dass es interessant wird. Zunächst einmal, was ist eigentlich ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist relativ banal, eine Handlungsanweisung zur Lösung eines Problems. Jeder Algorithmus hat im Prinzip eine Eingabe, produziert daraus eine Ausgabe. Am Beispiel könnte man hier einen ganz simplen, trivialen Algorithmus aufzeigen, der natürlich in einer Computersprache formuliert wurde, der zwei Zahlen umwandelt in die Potenz der einen Zahl. Natürlich im realen Leben, und was uns hier interessiert, sind viel, viel komplexere Algorithmen, die unser Leben stark beeinflussen können. Ob das nun Freizeit, Beruf oder Mobilität ist oder uns im Konsumverhalten beeinflussen, in der Kommunikation, in wie wir mit unseren Finanzen umgehen oder auch in unserer Lebensplanung im allgemeinen Leben. Algorithmen haben natürlich auch einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Ob das nun die Gruppenbildung in sozialen Netzwerken ist, Kommunikation und Verkehrsflüsse etc. etc. Da gibt es sehr viele Beispiele dafür. Deshalb ist es sehr wichtig, über die Rolle von Algorithmen zu diskutieren. Die positiven Aspekte, Effizienz, Objektivität, präzise, aber auch negative Aspekte wie Bias, Unfairness, Objektivierung. Viele Algorithmen sind auch sehr schwer nachvollziehbar. Deshalb ist es sehr wichtig, sich über Algorithmen zu informieren, zu verstehen, was sie können, was sie machen und wie sie auf uns als Individuen oder auf die Gesellschaft auch wirken. Ich möchte argumentieren, dass Modelle eine interessante Art und Weise des Denkens über die reale Welt sind, die wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oftmals benutzen, was auch als die wissenschaftliche Methode schlechthin bezeichnet wird. Hier macht man gewisse Beobachtungen über die reale Welt. Aus diesen Beobachtungen ziehen wir eine Hypothese, kreieren wir eine Hypothese. Diese Hypothese wird dann oftmals in einem Modell formuliert. Dieses Modell kann dann validiert werden, anhand was wirklich in der realen Welt passiert. Als Beispiel, wir beobachten, dass 6 Uhr früh die Sonne aufgeht. Wir könnten daraus eine Hypothese kreieren, dass jeden früh um 6 Uhr die Sonne aufgeht. Das würde dann in einem Modell hinterlegt werden, das einfach sagt, 6 Uhr früh geht die Sonne auf. Dies kann auch relativ leicht in einem Algorithmus formuliert werden. Wir können das validieren, indem wir morgen früh kurz vor 6 aufstehen und schauen, ob denn wirklich auch die Sonne um 6 Uhr aufgeht. Das ist eine schlichtweg simple Art und Weise der wissenschaftlichen Methode, die uns sehr viel Erkenntnisse und das wissenschaftliche Wissen eigentlich erzeugt. Nun gibt es sehr viele Arten von Modellen. Speziell die Modelle, die uns interessieren, da geht es darum, dass diese Beobachtungen nicht von einem Mensch gemacht worden sind, sondern dass diese Beobachtungen im Prinzip aus Daten ersichtlich sind. Dass unsere Daten der Proxy sind für diese Beobachtungen. Und da wir mit Daten arbeiten, kreieren wir im Prinzip statistische Modelle, was auch oftmals als Lernen bezeichnet wird. Und daher kommt auch der Begriff des maschinellen Lernens. Klassische Ansätze hier sind zum Beispiel die Gruppenbildung, Klassifikationen, Regressionen, Dimensionsreduzierung und so weiter und so fort. So, die Frage dann ist eigentlich, was ist KI? Zum einen muss ich erwähnen, dass KI oftmals heutzutage als Schlagwort für alles benutzt wird, was nicht unbedingt fördernd für den Diskurs dieses Themas ist. Im Kern von KI ist immer noch die statistische Modellierung. Allerdings sind hier auch spezielle Verfahren im Einsatz, die die Daten nicht aus Beobachtungen gewinnen, sondern oftmals auch aus Simulationen. Das wird auch Reinforcement Learning genannt. Und hier, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich ein Schachprogramm kreieren möchte, könnte ich einfach einen Computer gegen einen Computer spielen lassen und da mir Erfahrungen holen, was eine gute Strategie ist. Ich muss nicht unbedingt die 50 letzten Jahre von Schachpartien der Großmeister runterladen und daraus lernen. Das brauche ich zum Beispiel nicht.
Ja, was haben Algorithmen nun eigentlich mit Modellen zu tun? Ganz trivial gesagt, Modelle sind Algorithmen sind eigentlich Modelle, die auf dem Computer ausgeführt werden. Insofern gibt es eine sehr direkte Verbindung. Dann ist natürlich die Frage, warum brauchen wir eigentlich interpretierbare Algorithmen? Jetzt, wo wir geklärt haben, was Algorithmen sind, warum müssen diese interpretierbar sein? Und da gibt es verschiedene Argumentationen. Die eine Argumentation ist auf der Schiene der Ethik. Zum Beispiel, ein selbstfahrendes Auto oder die Algorithmen, die ein selbstfahrendes Auto steuern, müssen eventuell in sehr brenzligen Situationen entscheiden, überfahre ich nun die Person auf dem Gehsteig oder überfahre ich die Person direkt, die direkt vor mein Auto springt. Diese und andere sehr komplizierte philosophische und ethische Fragen kann man auch auf einer Webseite nachlesen, moralmachine.net, die ich sehr empfehlen kann. Andere Fragen sind, Unternehmen setzen mehr und mehr Algorithmen ein über welche Personen sie einstellen sollen und welche sie nicht einstellen sollen. Welche Nachrichten von welchem Freund sollte mir angezeigt werden? Welche Nachrichten oder Filme werden mir empfohlen? Aber auch selbst, welche Verurteilten werden eher rückfällig und welche weniger rückfällig und sollten eher wieder in die Zivilgesellschaft entlassen werden? Es gibt sehr, sehr viele interessante, moralisch, ethisch fragliche Fragestellungen, über die man hier entscheiden muss. Und da muss man wissen, wie kommt der Algorithmus zum Einsatz? Es gibt natürlich auch speziell in der EU das viel beschriebene EU-Datenschutz-Grundverordnungen-Gesetz, das ganz explizit Diskriminierung verhindern möchte für algorithmische Entscheidungen und das auch ein Recht auf Erklärung einräumt, wenn mein Leben durch Algorithmen beeinflusst wird. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass viele der Algorithmen, über die wir heute reden, speziell neuronale Netzwerke, sind so riesig und so komplex. Da gibt es hunderte Millionen von Parametern, die angepasst sind anhand von Daten, dass selbst Experten und Expertinnen diese nicht mehr wirklich verstehen in all ihren Details. Auch da ist der Bedarf der Interpretierbarkeit und des Verstehens sehr hoch. Wie kann man dann aber Interpretierbarkeit erreichen? Man könnte auf der einen Seite argumentieren, naja, durch mathematische Modellierung, indem man Theoreme aufstellt, diese beweist und sagt, dieses neuronale Netz konvergiert unter diesen Bedingungen ist, und wir wissen so viele verschiedene Eigenschaften über das neuronale Netz, die wir mathematisch beweisen können. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, na gut, also ich nehme einfach den Quellcode des Programmes, ich schaue mir den an und als Informatiker, Informatikerin würde man argumentieren, kann ich den lesen und kann den hoffentlich interpretieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie der Algorithmus funktioniert. Beide Methodiken sind allerdings nur für sehr privilegierte Personen zugänglich, halt Leute, die Mathematik studiert haben oder die Informatik studiert haben. Und nicht nicht brauchbar eigentlich für eine breitere Diskussion, was ein Algorithmus tut und wie er funktioniert. Und was dafür bleibt, sind mehr oder weniger textliche, auditive Kommunikationserklärungsmethoden, vielleicht visuelle Erklärungsmethoden oder auch Erfahrung. Das heißt, ich interagiere mit dem Algorithmus und schaue, wie der Algorithmus unter verschiedenen Voraussetzungen verschiedentlich agiert. Das zentrale Element hier ist, wie man diese Algorithmen für eine breite Masse, was wir auch Laie nennen, kommuniziert. Und Laien in diesem Kontext sind Personen, die keine Expertise haben in Data Science, in Machine Learning oder auch in der Mathematik und Statistik. Und dieses haben wir in unserer eigenen Forschungsarbeit zum Beispiel am AMS-Algorithmus durchexerziert. Was ist der AMS-Algorithmus? AMS steht für den Arbeitsmarktservice, eine gewisse Institution in Österreich. Wenn eine Person arbeitslos wird, geht sie oder er zum Arbeitsmarktservice. Dort werden deren Daten erfasst. Und der AMS-Algorithmus, basierend auf den Daten des Arbeitslosen, der Arbeitslosen, versucht zu predikten, hervorzusagen, wie leicht diese Person in das Berufsleben wieder zu integrieren ist.
Diese Prediction wird einem Mitarbeiter des AMS oder einer Mitarbeiterin des AMS zugänglich gemacht, die oder der am Ende final entscheidet, wie viel Fördermittel für diese arbeitslose Person aufgebracht werden. So, wie man diesen Algorithmus nun einer breiteren Öffentlichkeit erklärt, war Forschungsgegenstand für unsere Forschungsgruppe. Was wir da gemacht haben, wir haben mit 30 verschiedenen Personen geredet und wir haben verschiedene Erklärvarianten für diese Personen kreiert. Eine textlich basierte Erklärvariante, die man sich durchlesen kann. Eine dialogisch basierte Erklärvariante, wo wir interaktiv mit dieser Person geredet haben. Und eine interaktive Erklärvariante, wo wir Materialien bereitgestellt haben, sodass diese Person verschiedene Szenarien durchprobieren kann, selber persönlich. Die 30 Personen wurden wirklich aus der Mitte des Lebens gegriffen, sozusagen in Cafés, auf der Straße, auf Bahnhöfen, in Kfz-Werkstätten. Zusammenfassend muss man sagen, dass die Effektivität der Erklärvarianten sich nur sehr wenig unterschieden haben, was interessant für uns war. Das ist ein interessantes Ergebnis. Aber was man auch sagen kann, alle 30 Personen haben einen verschiedenen Bezug zum Gegenstand herstellen können. Das heißt, die Erklärungen haben geholfen, diesen Algorithmus diesen Personen näher zu bringen. Dieses Verständnis zeichnet sich wirklich in sehr unterschiedlichen Dimensionen ab. Und die Teilnehmerinnen konnten sich wirklich über den Algorithmus äußern und diesen auch bewerten. Nur ein einziges Beispiel hier mal anzubringen, war eine Aussage. Auf der anderen Seite kann man einwenden, das letzte Wort hat ein Mensch. Über die Verführung, sich auf diese Algorithmen zu verlassen, ist groß, wenn man das nicht berücksichtigt. Das war eine sehr gute und sehr hilfreiche Feedback von einer Person. Es gibt sehr viel Forschung auch von anderen Gruppen, wie verschiedene Personen die Fairness eines Algorithmus bewerten. Das ist wirklich sehr hochgradig individuell. Es hängt oft von der Persönlichkeit ab, vom demografischen Kontext hängt es ab und auch vom System, das heißt, wie man zum Beispiel erklärt, hängt das auch ab. Das sollte man im Hinterkopf haben in diesen Studien. Was sind jetzt zusammengefasst die Herausforderungen in diesem Gebiet, wie man Algorithmen erklären kann zu einer breiten Bevölkerung? Auf der einen Seite möchte ich nochmal unterstreichen, bitte nicht alles KI zu nennen oder im Englischen stop calling everything AI. Das finde ich persönlich auch schädlich für den Diskurs, weil wir dann oft aneinander vorbeireden. Die eigentliche zentrale Frage ist, wie beeinflussen Algorithmen unser tägliches Leben? Algorithmen sind nichts anderes als wirklich Abstraktionen der realen Welt mit all deren Imperfektionen. Und Erklärungen von Algorithmen sind essentiell für eine demokratische Gestaltung der Digitalisierung. Erklärungen müssen deshalb auch an die gewisse Personengruppe und deren Hintergrund angepasst werden, um zu wirken. Eine zentrale Frage, die sich daraus ergibt, ist, sollen Algorithmen die teilweise ungerechte Realität abbilden und der die Entscheidungsträgerin dann korrigieren entsprechend, oder sollte der Algorithmus die ideale Welt abbilden? Die übergeordnete Frage, die sich daraus ergibt, wie können wir denn auch gesellschaftliche Werte in ein Modell, das heißt in einen Algorithmus, mit einbauen? Und daraus resultieren, wie erklären wir Algorithmen gut? Und wie entscheiden Menschen über den Einsatz von Algorithmen, nachdem sie die Erklärung erhalten haben und hoffentlich auch einordnen können und verstehen? Das sind die Herausforderungen, die ich unterstreichen möchte. Ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Danke.